Spuren des Zorns, einer Empörung, die in Gewalt umschlug auf den Straßen von Brasiliens Metropole Rio de Janeiro. Viele Menschen ärgern sich über die hohen Kosten für Großereignisse wie Confed Cup, Fußball-WM und die Olympischen Spiele. Doch für Schulen, Universitäten oder Krankenhäuser fehlt das Geld. Brasiliens Präsidentin Rousseff hat deshalb Verständnis für die Proteste. Sie nehme die Demonstranten ernst. Die Botschaft lautet, die Zivilgesellschaft zu entwickeln, bessere Schulen zu schaffen, eine bessere Gesundheitsversorgung und das Recht auf Teilhabe. Und die Leute wollen einen öffentlichen Nahverkehr zu bezahlbaren Preisen. In den brasilianischen Metropolen gab es in den vergangenen Tagen die größten Massenproteste seit 20 Jahren. In Sao Paulo blieb es friedlich, in Rio lief die Situation aus dem Ruder. Das kann die Regierung natürlich nicht akzeptieren, sagt Rousseff. Sie verspricht aber, dass sie verstanden habe. Viele Brasilianer regen sich über die Verschwendung öffentlicher Gelder auf und lehnen Korruption ab. Der für Sport zuständige Minister betont allerdings, trotz der Kosten würden die meisten Brasilianer die Fußball-WM unterstützen.